Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 20. Wir sind in der Level Challenge Reihe unterwegs. Das nächste Spiel steht an, der Rush Klinik. Wir sollen 55 Yard Rushing Yards erzielen. So, wir haben eine 2-Stern-Herausforderung. Wir kriegen kein Bonus-Goal, also heißt es einfach, wir sollen 55 Yard Rushing in diesem Drive erzielen. Und es geht gegen die Oakland Raiders. Wir haben den Ball an der 30-Yard-Linie. Elliott braucht 3 Läufe über 10 Yards, um in the Zone zu gelangen. Und das sollte natürlich wieder das Ziel sein. Halfback Zone Week. Lauf über Elliott, über die innere Seite. Ist immer noch auf den Beinen. Ah, da habe ich gedacht, er könnte sich losreißen. Dann wäre er weg gewesen. 7 Yards Raumgewinn beim ersten Versuch. So, Halfback Belly Week. Wir tauschen den Lauf rechts an, gehen dann aber über die linke Seite. Und Elliott hat das First Down. Kommt an die 43-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. So, Schulz geht in Motion. Der stolpert wieder. Bupp, das macht er immer. Das hat er einen Heidenspaß dran. Das ist so the same procedure as every play. Und Elliott über 10 Yards Raumgewinn. So, und 27 Yards haben wir schon mal. Erster und 10 für die Cowboys. So, Inside Zone Split. Witten geht jetzt rüber und blockt mit. Elliott immer noch auf den Beinen, kommt bis an die 38-Yard-Linie. Heißt, wir haben einen zweiten und 5, 32 Yards der geforderten 55 haben wir bereits. Wieder Laufspiel Elliott. Oh, da hat er eine Riesenlücke, Siki. Kommt bis an die 21. Und da waren es nur noch 6 Yards, die uns fehlen. Halfback Blunt Dive. Oh, da versucht Elliott noch auszuweichen. Immer noch auf den Beinen. Der dreht und wendet sich. Da hat er keine Chance gehabt. Da haben die Cowboys übel verloren. 5 Yards Raumverlust. Riesen Defense Play der Raiders. 2015. Elliott dreht sich aus dem ersten Tackle-Versuch heraus. Ball ist an der 21-Yard-Linie. Wieder da, wo wir angefangen haben. Dritter und 10. Lauf über die Außen. Da kommt ein Blitz. Oh, ein sehr schöner Move von Elliott. First down Cowboys und das müsste gereicht haben. So, wir sind beim 2-Minute Warning. Jetzt habe ich gar nicht die Meldung bekommen, ob das jetzt gereicht hat bei diesem Drive, aber ich gehe mal davon aus. Elliott ist übrigens in the Zone. Schöner Spin-Move schon wieder, immer noch auf den Beinen, Elliott. Die Spin-Moves kommen besser. Sie sorgen jetzt dafür, dass Tackles gebrochen werden. Ja, damit haben wir die Challenge complete. Maximum Stars geholt. Die Rush-Klinik damit abgearbeitet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.